Es folgt Wirtschaft aktuell, ein Business-TV-Format in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken.605 Kilometer vom Europäischen Parlament in Brüssel entfernt wird bei der Firma Bruderspielwaren in Fürth-Burg-Farnbach eines von vielen Teilen für ein kleines Müllauto gefertigt. Pro Jahr werden von hier aus 6 Millionen Produkte in über 60 Länder weltweit verschickt. Das Kerngeschäft Europa. Die EU hat uns eigentlich große Fortschritte gebracht. Und zwar vor allem die Handelshemmnisse, wo ich mich noch ganz zu Beginn meiner Tätigkeit hier erinnern kann, wo ein Export nach Frankreich problematisch war aufgrund der ganzen Formalien und Bürokratie, wurde damit mit der EWG wesentlich vereinfacht. Dann ist in den 90er Jahren oder Anfang der 90er Jahre der eiserne Vorhang weggefallen, was wiederum einen gewissen Exportschub in die EU ergeben hat, weil diese hinzugekommenen osteuropäischen Länder sind dann alle letztendlich aufgenommen worden. Vorteile für die Paul-Heinz-Brüder auch bei einer Podiumsdiskussion der IHK Nürnberg für Mittelfranken Werbung gemacht hat. Der Anlass des Treffens, die Europawahl im Juni. Die EU ist wie eine Familie, die dafür sorgt, dass es den einzelnen Familienmitgliedern zusammen besser geht, als wenn sie alleine wären. Da gibt es trotzdem Reibereien, das hat man auch in jeder Familie. Und durch das, dass wir einen gemeinsamen Markt haben, wo Arbeitnehmer, Kapital, Dienstleistungen, Produkte flexibel in Europa ausgetauscht werden können, sind wir in einer wesentlich besseren Position, als wenn es jeder einzeln machen müsste. Ein Wirtschaftsraum, eine einheitliche Währung, auch die Zahlen belegen, wie wichtig die Europäische Union für die Wirtschaft in unserer Region ist. Denn 1350 mittelfränkische Unternehmen haben sogenannte Wirtschaftskontakte in die EU. Unsere Wirtschaft, die ist exportgetrieben, auch bei uns in Mittelfranken. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass wir aktiv gute Handelspolitik betreiben. Und das geschieht auf EU-Ebene. Wir haben mit zahlreichen Staaten sehr gute Handelsverträge abgeschlossen. Davon profitieren natürlich unsere mittelfränkischen Unternehmen tagtäglich. Der freie Warenverkehr ist ein enormer Vorteil. Das gilt aber auch natürlich für die Freizügigkeit der Arbeitskräfte. Also wir haben es relativ einfach, wenn wir Arbeitskräfte aus der EU zu uns in die Betriebe holen möchten. Die Wirtschaft in Mittelfranken profitiert also in großem Maß von der EU. Darin sind sich bei der Podiumsdiskussion alle einig. Herausforderungen gibt es trotzdem. Zum Beispiel das Einstimmigkeitsprinzip, so der IHK-Präsident. Alle 27 Mitgliedstaaten müssen Beschlüssen zustimmen, um sie umzusetzen. Das ist sicherlich ein Nachteil, der nur ganz schwer zu verändern ist. Weil wer gibt schon die Chance her, als kleines Land auf die Einstimmigkeit zu verzichten? Das ist für mich die größte Herausforderung. Aber wenn man ein Mehrheitsprinzip schaffen würde, könnte man viel mehr Gesetze auch so gestalten, dass die einzelnen Länder gar nichts mehr tun müssen. Jetzt sind viele Richtlinien dabei, wo Deutschland macht so, Italien macht so, Spanien macht so. Das gibt wieder Bürokratie, die die Wirtschaft nicht braucht. Herausforderungen, die auch Bruderspielwaren jeden Tag in den Arbeitsabläufen spürt. Das kann zum Beispiel bei der neuen Verpackungsverordnung, die sicherlich sehr sinnvoll ist, um die Nachhaltigkeit zu fördern. Natürlich führt es auch dazu, wenn der Nationalstaaten wieder eigene Symbolik auf den Verpackungen einführen wollen. Das heißt also keine einheitliche Standardisierung und Symbolik über die EU hinweg, sagen wir als Standard, sondern jedes Land wieder für sich. Und damit leidet natürlich der Grundgedanke der EU, was man eigentlich am Anfang ja wollte, vor allem einen möglichst reibungslosen Warenaustausch. Paul-Heinz Bruder wünscht sich wieder mehr Einheitlichkeit in der EU und einen Fokus darauf, was für die Betriebe auch umsetzbar ist. Deshalb ist es für ihn und alle anderen Unternehmer in Mittelfranken wichtig, dass am 9. Juni alle wählen gehen. Damit zum Beispiel Bruderspielwaren auch in Zukunft sein kleines Müllauto möglichst unkompliziert in alle EU-Länder und die weite Welt schicken kann.